Herzlich willkommen an alle, die da sind, zur Online-Veranstaltung Hashtag Femininity, Not Feminism, Fragezeichen, Antifeminismus auf TikTok und Instagram. Mein Name ist Sandra Roh, meine Pronomen sind sie, ihr, und ich bin im Gunnar-Werner-Institut der Heinrich-Böll-Stiftung Projektreferentin im Verbundprojekt Antifeminismus begegnen, Demokratie stärken, im Verbund mit der Amadeo-Antonio-Stiftung und Dissens-Institut für Bildung und Forschung. Das Verbundprojekt ist Teil des Bundesprogramms Demokratie leben. Im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und wird davon gefördert. Genau, worum soll es heute gehen? Bevor ich vielleicht anfange, würde ich das Seminar du vorschlagen. Ich hoffe, das ist okay für euch alle. Genau. Und zwar kennt ihr es vielleicht, ihr sitzt irgendwie da an eurem Smartphone oder ihr habt eine befreundete Person neben euch, die am Smartphone sitzt. Und plötzlich kommt ein Reel auf Instagram oder TikTok, wo es um toxische Männlichkeit geht. Und dann geht es auch um toxische Weiblichkeit und ihr seid so ein bisschen, okay, irgendwie seid ihr aufmerksam, weil vielleicht kennt ihr es auch, Geschlechterthemen und feministische Themen, die, ja, die bleiben irgendwie hängen und gerade in Kombination mit Buzz- oder Signalwörtern wie toxisch. In einigen inhaltlichen Punkten stimmt ihr dem vielleicht sogar zu, was in dem Reel gesagt wird oder geteilt wird und irgendwie treffen sie vielleicht auch einen Nerv oder einen Gedanken, den ihr eh irgendwie schon mal hattet. Aber ihr merkt auch eher unterschwellig, irgendwie geht es dort vielleicht doch um was ganz anderes. Vielleicht ist da auch eine versteckte Message drin und ihr versucht das Ganze zu entschlüsseln. Und genau um solche Momente geht es hier heute. Um Momente, wo ihr euch fragt, wo liegen eigentlich die Grenzen zwischen Empowerment und politischer Einflussnahme? Geht es bei manchen weiblichen Kanälen eigentlich nur um Klamotten oder vielleicht doch um einen ganz bestimmten Lifestyle, der etwas ganz Bestimmtes verkörpern soll? Und genau wegen solchen Fragen ist Mareike Fenja-Bauer heute hier bei uns online zu Gast, um dem mehr auf die Spur zu gehen. Genau, also es geht heute hier um Antifeminismus und weibliche Influencerinnen auf TikTok und Instagram, um die Narrative und Praktiken, die dort geteilt werden und um die Funktionsweisen der Plattform. Mareike stelle ich kurz vor ihrem Vortrag auch nochmal in Ruhe vor. Ich will auch nochmal darauf hinweisen, dass wir die Veranstaltung aufzeichnen und auf unserer Projektwebsite auch hochladen werden, inklusive deutscher Gebärdensprache und Untertiteln. Genau, den Ablauf habe ich eigentlich auch schon grob genannt und würde jetzt langsam übergehen zu Mareike und sie auch nochmal vorstellen. Mareike Fenja-Bauer ist Sozialwissenschaftlerin und promoviert an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt-Oder. Sie forscht zu antifeministischen InfluencerInnen auf TikTok und Instagram, also genau das Thema, was wir heute haben, und ist auch Mitglied im Netzwerk Feministische Perspektiven und Interventionen gegen die extreme Rechte. Einige von euch kennen das vielleicht als FEMPI-Netzwerk in kurz. Genau, an der Stelle würde ich einfach mal an dich übergeben, Mareike. Ja, vielen lieben Dank. Ich werde mal versuchen, meine Präsentation zu teilen. Ich hoffe, dass das klappt. Genau, jetzt müsstet ihr die sehen. Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sprechen darf. Und genau, wie gerade schon gesagt, schreibe ich eben meine Dissertation zu Antifeminismus auf visuell geprägten Plattformen, genauer gesagt eben antifeministischen Influencerinnen auf TikTok und Instagram an der European New School of Digital Studies an der Viadrina in Frankfurt-Oder.
Und Teile meiner Forschung werde ich eben heute auch hier vorstellen im Rahmen dieses Vortrags. Ich möchte aber vorweg darauf hinweisen, dass die Dissertation noch nicht abgeschlossen ist. Das heißt, es handelt sich dabei um vorläufige Ergebnisse und ich erhebe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Genau, worüber wir heute genau sprechen wollen, habe ich hier in verschiedene Themenblöcke versucht zu ordnen. Nach einer kurzen Einführung in das Thema werde ich nochmal einführend etwas zu den Social-Media-Plattformen Instagram und TikTok sagen, auch wenn einige bestimmt mit den Plattformen gut vertraut sind, aber damit wir einfach alle auf dem selben Stand sind und so ein bisschen die zentralen Funktionsweisen der Plattform uns angeschaut haben. Weiterhin werde ich etwas zu meiner Forschungsfrage und dem Design sagen, damit für alle klar ist, aus welcher methodischen und theoretischen Brille ich auf das Phänomen antifeministische Influencerin schaue. Ich habe das an dieser Stelle aber eher kurz gehalten, um den Vortrag eben an breites Publikum zu richten und nicht an ein rein wissenschaftlich verankertes. Aber gerne können wir da im Anschluss auch noch tiefer eingehen und darüber sprechen, welche Methoden ich hier angewandt habe. Genau, und dann werden wir uns eben den antifeministischen Influencern zuwenden und schauen, wie begreife ich die eigentlich in meiner Forschung und welche Praktiken und Narrative wenden diese an. Hier auch nochmal der Hinweis, ich erhebe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da eben erstens meine Forschung noch nicht abgeschlossen ist und zweitens natürlich auch dieser Rahmen des Vortrags oder zeitliche Rahmen begrenzt ist. Genau, ich habe versucht, möglichst viele Beispiele einzubinden, um das Ganze greifbarer zu machen und hoffe, dass wir ja, im Abschluss sozusagen, dass da ein besseres Verständnis ist vom Phänomen antifeministischer InfluencerInnen und dass wir dann auch gemeinsam ins Gespräch kommen können und ja vielleicht sogar über Gegenstrategien sprechen können. Ist die Rede von Antifeminismus auf Social Media oder Antifeminismus online? Da tauchen zumeist Bilder auf von sogenannten Incels, anderen männerrechtlichen Gruppierungen oder auch prominenten maskulinistischen und antifeministischen Akteuren wie Andrew Tate oder Jordan Peterson. Und auch in der Forschung wird sich im Bereich oder wurde sich im Bereich Antifeminismus online hauptsächlich mit der sogenannten Manosphäre beschäftigt oder Manosphäre. Darunter versteht sich ein loser Zusammenschluss von verschiedenen antifeministischen Akteuren, beispielsweise Incels, sogenannte Pickup-Artists, Männerrechtler etc., die durch unterschiedliche Websites, Blogs und Imageboards miteinander vernetzt sind. Und kennzeichnend für diese Manosphäre ist eben ein maskulinistisches Weltbild. So wie ja, so wie ein expliziter Frauenhass und eine Queerfeindlichkeit. Es gibt auch ein hohes Gewaltpotenzial unter Akteuren der Manosphäre und starke Verschränkungen zu extrem Rechten. Forschung in diesem Bereich ist daher extrem wichtig. Aber ich freue mich auch, dass es immer mehr Forschung zur Rolle von Frauen im Antifeminismus gibt, im Allgemeinen und auch in Bezug auf Antifeminismus online immer mehr weibliche Akteure auf Social Media Plattformen in den Fokus rücken. Vielleicht hat ja die eine oder andere Person auch schon mal best was über die sogenannten Tradwives gehört, auf die wir später auch nochmal zu sprechen kommen werden. Und allgemein gibt es auch in der Social Media Forschung zu Antifeminismus so ein Shift, um sich nicht nur Plattformen wie Reddit oder 4chan anzugucken, sondern auch immer mehr Mainstream-Plattformen in den Blick zu nehmen, wie beispielsweise YouTube, Instagram oder eben auch TikTok, weil Antifeminismus eben kein randständiges Phänomen ist, sondern sich in allen politischen Lagern und sozialen Milieus wiederfindet. Und auch ich ordne mich eben diesem Strang der Forschung zu, indem ich mich auf weibliche antifeministische Influencerinnen auf TikTok und Instagram beziehe. Und um uns diesem Phänomen zu nähern, möchte ich also zunächst ein paar einleitende Worte zu TikTok und Instagram verlieren. Genau, beide Social Media Plattformen gehören zu den weltweit beliebtesten Social Media Apps und sprechen gezielt vor allen Dingen junges Zielpublikum an. Bei Instagram sind die meisten NutzerInnen zwischen 25 und 34 Jahren alt und bei TikTok sogar noch jünger. Vor allem bei jungen Frauen zwischen 18 und 24 Jahren ist die Social Media App besonders beliebt. Wie auch andere Social Media Plattformen ist es auch bei Instagram und TikTok so, dass sie ihren Profit hauptsächlich durch Werbung und Daten erwirtschaften.
Beide Plattformen haben eine starke Fokussierung auf visuelle Inhalte, zeichnen sich aber auch durch ihre Multimodalität aus. Das heißt, aus dem Zusammenspiel von verschiedenen Modi der Kommunikation, durch die eben dann Bedeutung hergestellt wird. Also wir haben Audio-Elemente, visuelle Elemente, wir arbeiten, also es gibt Texte, Hashtags etc. Und einige charakteristische Merkmale beider Plattformen möchte ich im Folgenden kurz veranschaulichen. Da haben wir, ich hoffe, es funktioniert jetzt, einmal Instagram. Da sehe ich eben, wenn ich die App öffne, die Startseite und dort werden mir Inhalte von Personen angezeigt, denen ich eben folge. Auch Vorschläge, wem ich noch folgen könnte, werden dort eingespielt. Inhalte können dabei Bilder sein oder auch Reels, wie jetzt da zu sehen, also kleine Videosequenzen mit eben dazugehörigen Captions, also Texten und Hashtags. Auch Werbung wird dort zuhauf angezeigt. Charakteristisch für Instagram sind aber vor allen Dingen die Stories, der sogenannte Fleeting Content, also wo kurze Eindrücke geteilt werden, die nur wenige Stunden abrufbar sind. Auch da wieder viel Werbung, wie in dem Video zu sehen. Genau, und das ist so ein sehr charakteristisches Merkmal für Instagram, das vor allen Dingen auch der Community-Bildung dient. Genau, und auf der anderen Seite haben wir TikTok. Ja, es ist keine Lust. Mal den Ton aus. Bei TikTok ist es eben so, dass ich, wenn ich die App öffne, zuerst auf der sogenannten For You-Page lande. Dort werden Inhalte von CreatorInnen angezeigt, denen ich nicht unbedingt folge. Stattdessen schlägt eben der Algorithmus NutzerInnen Videos vor, die nicht aktiv ausgewählt werden, und es besteht dann wenig wahrgenommene Kontrolle darüber, über die angezeigten Inhalte. Und dann gibt es auch diese Folge-Ich-Seite. Also dort wird mir irgendein Inhalt angezeigt von CreatorInnen, denen ich folge. Genau, auch hier auf TikTok sozusagen zeichnet sich diese Multimodalität aus durch eben Videos, die mit Screentext versehen werden, mit Captions und Hashtags etc. Ich habe die Möglichkeit, mich hier auch in Kommentaren zu äußern. Ebenso wie bei anderen Plattformen gibt es auch die Möglichkeit, sich per DM zu vernetzen und sich gegenseitig zu folgen. Auf TikTok kann man zudem auch live streamen und interagieren, und Interaktion ist ein großes Stichwort auf TikTok, denn die Plattform ist eben auf Interaktion und ja, die Herstellung von oder die Erstellung von Content angelegt. Und durch diese For You-Page ist auch kaum planbar, was viral geht. Und so können auch beispielsweise relativ kleine Accounts mit relativ wenig FollowerInnen durchaus Videos erzählen, die eine sehr hohe Views haben, also eine sehr hohe Interaktionsrate und oft ausgespielt werden. Genau, und das ist so ein bisschen das sehr charakteristische Merkmal von TikTok, dass es eben so diese For You-Page hat, wo eher ein unbekanntes Publikum adressiert wird. Genau, so nochmal kurz ein paar Punkte zu meiner Forschungsarbeit, um zu verstehen, mit welcher theoretischen und methodischen Brille ich eben auf das Phänomen antifeministischer Influencerin blicke. Dabei beschäftigt mich vor allen Dingen die Forschungsfrage, wie antifeministische Influencerinnen zur Herstellung und Verbreitung antifeministischen Wissens auf diesen visuell geprägten Plattformen beitragen. Ich interessiere mich also für die Narrative und Praktiken antifeministischer Influencerinnen. Antifeminismus begreife ich dabei als Ideologie, also als eine Weltanschauung, die eben, ja, bestimmte oder ihren Anhängern vermittelt, wie Gesellschaft zu verstehen ist und welche Rolle einzelne Individuen darin einnehmen. Als Weltanschauung ist Antifeminismus eben kein randständiges Phänomen, das habe ich vorhin schon mal gesagt, sondern findet sich in allen politischen Lagern und sozialen Milieus wieder. Deswegen schaue ich mir nicht nur InfluencerInnen an, die sozusagen explizit der extremen Rechten zugeordnet werden oder der Rechten zugeordnet werden, auch wenn Antifeminismus dort ein Kernelement ist. Weiterhin bediene ich mich praxeologischer Theorieansätze und Theorien der von Öffentlichkeiten, also Theory of Public and Public Spheres. Methodisch greife ich dabei auf eine Digitalethnographie zurück, die bereits seit letztem Jahr sozusagen stattfindet, und kombiniere das mit einer multimodalen Inhaltsanalyse. Und ich hoffe, dass ich im späteren Verlauf meiner Dissertation, also im nächsten Jahr, auch noch Interviews daran anschließen kann. Aber was meine ich überhaupt, wenn ich von antifeministischen InfluencerInnen spreche?
Ich begreife antifeministische Influencerin als Unterkategorie politischer Influencerin, die ich eben wie folgt definiere. Das sind Social-Media-NutzerInnen, die politische Positionen verbreiten, indem sie die technologischen Affordanzen von Social-Media-Plattformen nutzen und so bestimmte Themenräume besetzen. Und antifeministische Influencerinnen verbreiten eben hauptsächlich antifeministische Positionen. Was sich in meiner Forschung bereits abzeichnet, ist, dass es eben verschiedene Arten oder Typen antifeministischer Influencerinnen gibt. Grob gesagt gibt es so drei Kategorien. Da haben wir einmal die Lifestyle-Influencerinnen, sehen wir hier so ein Bild in der Mitte. Dazu zählen unter anderem die sogenannten Shredwives, die hatte ich vorhin schon mal genannt, aber auch Momfluencer, Christfluencerinnen etc. Es gibt aber auch solche Akteure, die sehr explizit politisch auftauchen auf den Plattformen. Dazu zählen zum Beispiel Parteimitglieder, Aktivistinnen, politische Kommentatorinnen etc. Und dann haben wir den Bereich von Online-Coaches. Dort finden sich zum Beispiel Weiblichkeitscoaches, ja, esoterische Coaches, die eine vermeintliche Spiritualität adressieren, Beziehungsexpertinnen etc. Und all diese verschiedenen Influencerinnen bedienen durchaus ähnliche Narrative, zeigen diese aber durch unterschiedliche Praktiken. Und auf einige dieser Narrative und Praktiken werde ich nun folgendem beispielhaft eingehen. Wie gesagt, es ist nur ein kurzer Ausschnitt meiner größeren Forschungsarbeit, einfach aufgrund des zeitlichen Rahmens und weil diese eben noch nicht abgeschlossen ist. Und ich habe eben versucht, mit sehr vielen Beispielen zu arbeiten, deswegen wir dann auch gleich noch ein paar Bilder und Videos sehen werden. Genau. Eine Praktik, um sozusagen oder die genutzt wird von antifeministischen Influencerinnen, bezeichnen wir in der Forschung als Political Self-Branding. Damit ist gemeint eben die Verknüpfung von vermeintlich persönlichen Einblicken in das eigene Leben und den Zuschaustellen des vermeintlich persönlichen Lebens online mit der Verknüpfung einer antifeministischen Ideologie. Und so wird sozusagen diese politische Agenda zunächst ja verschleiert, weil diese Inhalte zunächst eben sehr unpolitisch erscheinen. Ein Beispiel dafür sind die sogenannten Tradwives, das hatte ich vorhin auch schon mal genannt. Die Tradwives, das steht für Traditional Wives, verkörpern eben ein reaktionäres Geschlechterbild. Sie erinnern sich nostalgisch an eine vermeintlich bessere Zeit mit einer klaren geschlechtlichen Arbeitsteilung. Sie haben ihren Ursprung in sogenannten Thread Culture Foren auf Reddit, aber finden sich jetzt eben auch auf anderen Plattformen wieder und sind auch eng mit der Manosphäre verbunden. Eine enge Verknüpfung gibt es eben auch zur rassistischen Idee einer weißen Vorherrschaft, einer White Supremacy und der extremen Rechten. Und die Ästhetik der Tradwives spiegelt häufig das Ideal eben von weißen Frauen wieder, die stereotypisch feminin gekleidet sind, etc. Sie repräsentieren zudem die Tugenden der Ehe, der Hausarbeit, Familienwerte, etc. und propagieren häufig auch eine unterwürfige Weiblichkeit und kennzeichnen diesen als vermeintlichen Weg zur Befreiung. Einige dieser Tradwives sind auch stark verbunden mit christlichen Influencerinnen. Häufig ist dabei die Rede von einem biblischen Patriarchat. Genau. Und wie dieses Political Self-Branding, also diese Vermittlung vermeintlicher persönlicher Inhalte, eben mit Verknüpfung mit politischen, antifeministischen Inhalten aussehen kann, das möchte ich jetzt im folgenden Beispiel einmal zeigen. Auch hier mache ich den Ton aus, der ist da nicht so wichtig. Genau, und hier sehen wir eben sozusagen, wie eine Person dort gezeigt wird. Sie zeigt sich beim Kochen in der eigenen Küche und wir sehen, dass der Screen dann noch das Video mit einem Screentext versehen ist, der eben sagt: Just a reminder that you don't need to be a body bus babe with a crazy career in order to be fulfilled as a woman und so weiter. Und das alleine ist natürlich kein antifeministisches Element. Das tritt eben erst zutage, wenn wir uns die Caption zu dem Video ansehen, also die Textbeschreibung sozusagen. Die sehen wir hier auf dieser nächsten Folie. Und in der spielen vor allen Dingen Hashtags eine entscheidende Rolle. Und es offenbart sich so ein bisschen dieses multimodale Zusammenspiel, um Bedeutungen herzustellen, was ich eingangs auch schon mal meinte.
Genau, hier sehen wir nämlich zum Beispiel, wie der Hashtag Femininity Not Feminism Verwendung findet, also dieses Narrativ aufgemacht wird, dass der Feminismus ja, vermeintlich der Weiblichkeit gegenüberstehen würde. Hier findet also sozusagen ein politisches Framing des das Post statt. Gleichzeitig erfüllen die Hashtags hier aber auch noch weitere Funktionen. Wir sehen beispielsweise durch die Hashtags Mom, Hashtag Wife, Hashtag Femininity oder Hashtag Stay at Home Mom, dass diese hier auch genutzt werden, um eine bestimmte ja, Weiblichkeit zu konstruieren und zugleich auch eine gewisse Community zu adressieren. Wir sehen aber auch, wie sozusagen versucht wird, in eine andere diskursive Arena einzudringen, in dem auch der Hashtag Feminism verwendet wird, also eigentlich ein Begriff, der sozusagen auf eine andere Art von Content schließen lässt. Und genau, hier spricht man auch von einem Hijacking, um so dann in andere diskursive Arenen und thematische Räume vorzudringen. Genau, wir sehen hier also, dass es dieses Political Self-Branding immer ein komplexes Zusammenspiel ist von einerseits ja eher unpolitisch erscheinenden Inhalten, die dann eben dann doch eine explizit politische Position aufweisen. Und hier spielen Hashtags eben eine entscheidende Rolle in diesem Framing der antifeministischen Position. Gleichzeitig dient Political Self-Branding auch dazu, Intimität zwischen der Influencerin und dem Publikum zu erzeugen, da diese eben am vermeintlich privaten Leben teilhaben. Man spricht hier auch von einer Networked Intimacy. Auf Instagram erfüllen vor allen Dingen Stories da eine entscheidende Funktion, weil sie eben den Anschein vermitteln, noch unmittelbarer am Leben oder am vermeintlich persönlichen Leben teilzuhaben. Genau. Also vor allen Dingen auf Instagram ist eben durch die Funktion der Plattform auch so ein Community Building ein Effekt, weil eben Inhalte von Menschen angezeigt werden, denen man folgt, während auf TikTok, wie gesagt, das eben eher eine diskursive Plattform ist. Das heißt, es oft unklar ist, wer sozusagen welches Video angezeigt bekommt, das Publikum also auch eher unklar ist. Genau, eine andere Praktik, die zu sehen ist, also die nicht Antifeminismus dadurch vermittelt, dass eben auch ein persönlicher Einblick gegeben wird, ist ja, wie folgt zu beschreiben, das sehen wir vor allen Dingen bei politischen Kommentatoren. Also hier wird eben aufgetreten als ja, vermeintlich objektive Expertin. Das wird vor allen Dingen durch eine gewisse Distanz und auch die Verwendung von journalistischen Modi der Kommunikation hervorgerufen. Es wird eine vermeintliche Objektivität suggeriert und das sehen wir eben häufig bei politischen Kommentatorinnen auf beiden Plattformen, aber auch bei Online-Coaches, die auch eine gewisse Expertise und vermeintliche Objektivität verkörpern. Auch hier möchte ich ein ganz kurzes Beispiel einblenden. Ich würde das kurz anspielen und dann ausmachen und dann noch was zu sagen. Sie haben es schon wieder getan. Hey, ich bin der Genderstern. Die Öffentlich-Rechtlichen erziehen unsere Kinder um. Sag mal, Genderstern, was ist denn eigentlich Gendern? Ein Genau, also hier sehen wir, wie eine politische Kommentatorin auf TikTok auf ein Video des Öffentlich-Rechtlichen reagiert zum Thema Gendern. Und genau, das Video geht noch viel länger, das war jetzt nur ein kurzer Abschnitt. Und hier wird eben so mit journalistischem Modi der Kommunikation gespielt. Es wird eine vermeintliche Objektivität suggeriert und zugleich der Inhalt eingeordnet. Bei dem Beispiel ist auch noch spannend, und das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen, weil das vor allem in den letzten Monaten immer mehr auf der Plattform auftaucht. Es handelt sich bei dem Account um quasi eine Akteurin, die schon länger auf TikTok aktiv ist und schon längere Zeit eben diese Art der Videos macht, wie wir es gerade gesehen haben. Und neuerdings aber auch beim NEOS-Netzwerk auftritt, welches ja quasi zur Produktionsfirma von Julian Reichelt gehört und in dem deren Videos Antifeminismus auch eine zentrale Rolle einnimmt und wo eben sozusagen ja, diese vermeintliche objektive Expertise suggeriert wird durch das Bedienen journalistischer Modi der Kommunikation.
Genau, weiterhin ist eine Praktik, die ich hier benennen möchte, die der sogenannten Ideological Testimonials. Also hier wird die Behauptung aufgestellt, man wäre früher selbst Feministin gewesen und hätte jetzt ein antifeministisches Erwachen gehabt. Häufig findet sich auch hier der Hashtag Ex-Feminist vor. Also auch hier sozusagen spielen Hashtags wieder eine entscheidende Rolle für das Framing des Postings. Häufig erhalten diese Arten oder haben diese Arten von Narrativen eben auch verschwörungserzählenden Charakter. Deswegen findet sich das besonders häufig bei verschwörungserzählenden Accounts. Auf TikTok ist das ein ganzes Genre. TikToks mit verschwörungserzählenden Inhalten werden sehr häufig geklickt und haben hohe Views. Aber finden das zum Beispiel auch bei Online-Coaches, die sozusagen dieser Erzählung anhängen. Und auch hier häufig sehen wir häufig das Zusammenspiel von multimodalen Elementen. Auch hier würde ich kurz ein Beispiel anspielen, aber nicht vollständig laufen lassen, einfach um es zu verdeutlichen, wie so ein Inhalt aussehen kann. Feminism is a scam. A few years ago, I was an angry, blue-haired feminist. I once believed that male privilege was real and that I was a victim of the wage gap. Now that I understand the true motives of feminism, I know that this could not be further. Also auch hier sehen wir wieder, genau, wie so dieses Ideological Testimonial aufgebaut wird, also die Erzählung, früher selber Feministin gewesen zu sein. Häufig wird da eben, werden dann eben auch Bilder oder vermeintliche Bilder von dem früheren Selbst eingeblendet. Und wir sehen auch hier zugleich den verschwörungserzählenden Charakter, wenn sie von True Motives und so weiter spricht. Genau. Und ja, wie bereits gesagt, werden durch diese verschiedenen Praktiken auch Intimität und Authentizität suggeriert, zum Teil vor allen Dingen durch Political Self-Branding. Das dient eben der Community-Bildung auch. Vor allen Dingen auf Instagram funktioniert das ganz gut, weil durch so Stories und so auch ein ja, authentischer Einblick oder ein vermeintlich authentischer Einblick in das eigene Leben gewährt werden kann. Auf Instagram sehen wir auch, wie CreatorInnen sich untereinander vernetzen, indem sie sich nicht nur gegenseitig folgen, sondern auch gegenseitig kommentieren in den Stories, den Content der anderen Personen teilen etc. Und sich eben auf der Plattform auch austauschen. Wir sehen auch, wie CreatorInnen miteinander kooperieren, also zusammen in Videos beispielsweise auftauchen, zusammen Postings verfassen etc. Auf TikTok ist das Besondere, dass es vor allen Dingen auch durch die Plattform, weil es so eine diskursive und interaktive Plattform ist, die Creatorin häufig auch durch Stitches oder Duette eben miteinander oder aufeinander reagieren. Das sehen wir jetzt hier auch in dem Screenshot, also ein Duett, wo so zwei Videos nebeneinander sind oder ein Stitch, wo es so eingeflochten wird in den eigenen Content. Genau, das bietet TikTok eben als Plattform an und wird auch von antifeministischen Akteurinnen genutzt. Genau, das hatte ich ja schon erwähnt, ne? Auf Instagram ist eher dieses Community-Building im Vordergrund, während auf TikTok durchaus die For You-Page eher also auch ein unbekanntes Publikum adressiert wird, weil eben unklar ist, welches Video viral geht und wem was angezeigt wird oder auch nicht. Weitere Praktiken, die ich jetzt nur kurz umreißen werde, sind auch das Umgehen von Deplatforming oder Shadowbans. Das findet sich natürlich nicht nur bei antifeministischen Influencerinnen, aber eben auch bei denen. Also zum Beispiel durch eine Selbstzensur, weil beispielsweise TikTok bestimmte Wörter sozusagen sperren lässt oder dann mit einem Shadowban versucht, der Verbreitung entgegenzuwirken. Wir sehen auch, dass antifeministische Akteurinnen plattformübergreifend agieren. Häufig wird das Instagram auf der TikTok-Profilseite verlinkt und andersrum, um auch mit dem Hinweis, dass man doch bitte folgen sollte, auch auf anderen Plattformen, weil es ja sein kann, dass man gesperrt wird. Jetzt kann ich nicht weiterklicken. Weiterhin sehen wir auch, wie die Plattformen auch von antifeministischen Influencerinnen zur Kommodifizierung genutzt werden. Das sieht man ganz klassisch bei den Online-Coaches durch das Anbieten eben von Coaching, Workshops oder auch dem Verkauf von Ratgebern, aber auch die sogenannten Treadwives verlinken häufig zu ihrem eigenen Webshop, wo sie irgendwie Kleidung, Rezeptbücher etc. verkaufen. Und häufig ist eben auch hier der Antifeminismus Teil des Geschäftsmodells.
Genau, auf ein paar Narrative bin ich ja im Laufe des Vortrags schon immer wieder zu sprechen zu kommen, aber hier nochmal kurz der Hinweis, dass eben verschiedene antifeministische Akteurinnen durchaus ähnliche Narrative verwenden, zum Beispiel eben das Bedrohungsszenario, dass der Feminismus eine Gefahr wäre für Frauen und Weiblichkeit, weil Antifeminismus ja eben auch dieses Bedrohungsszenario braucht, um überhaupt so Wirkkraft entfalten zu können. Und während in der Manosphäre beispielsweise die Rede ist von einer Krise der Männlichkeit, wird hier häufig eine Krise der Weiblichkeit suggeriert. Weiterhin findet sich zum Beispiel die Erzählung vor, dass es einen falschen, modernen und aber einen richtigen alten Feminismus geben würde. Auch hier zeigt sich so ein bisschen die Wandelbarkeit des Antifeminismus, dass eben ja auch auf gesellschaftliche und historische Kontexte eingegangen werden muss und es gewisse feministische Errungenschaften gibt, die sozusagen kaum noch in Frage gestellt werden können. Day and age where traditional homemaking has been forgotten about and Entschuldigung. Genau, auch da nochmal ein kurzes Beispiel, das werde ich jetzt nicht laufen lassen, weil ich glaube, wir sind schon relativ fortgeschritten in der Zeit. Weitere Narrative sind, die auch klassisch im Antifeminismus verankert sind, die Mobilisierung gegen reproduktive Rechte, die Rechte von queeren Menschen, gegen die Rechte von queeren Menschen, femonationalistische Argumente etc. Also hier sehen wir, es sind alte verankerte Narrative im Antifeminismus, die eben durch diese Plattform in einem neuen Gewand erscheinen. Und dabei tritt eben das antifeministische Element, wie gezeigt, mal mehr und mal weniger offensichtlich auf. Bei diesen Narrativen ist es eben auch so, dass eben nicht nur dieses Bedrohungsszenario hervorgerufen wird, sondern zugleich auch eine vermeintliche Lösung angeboten wird, beziehungsweise alternative Weiblichkeitskonstruktionen und Vorstellungen als ja, Befreiung oder Lösung propagiert werden. Zum Beispiel das der sogenannten Tradwife, das hatten wir ja schon, oder auch der Stay-at-Home-Girlfriend, was so ein kurzer Trend vor allen Dingen auf TikTok war und so ein bisschen die jüngere Version der Tradwife ist. Ebenso wie auch das Motiv der Mutterschaft oder auch vor allen Dingen auf TikTok beliebt, das Motiv der sogenannten High-Value-Woman, so ein bisschen als Kontrast zum Alpha-Male oder zum Gegenstück des Alpha-Males. Und häufig ist auch die Rede von sogenannten femininen Energien, vor allen Dingen von esoterischen Coaches wird dieses Narrativ immer wieder aufgenommen, dass der Feminismus eine Gefahr wäre für eine vermeintliche spirituelle weibliche Energie und so auch der mentalen Gesundheit sozusagen entgegenwirken würde. Und ein Rückbesinnen eben auf diese vermeintliche spirituelle weibliche Energie wird so dann als Lösung oder Befreiung erzählt. Aber auch bestimmte Parteien oder politische Handlungen und Haltungen werden als Befreiung oder Lösung angeboten. Dann nochmal kurz zusammenfassen. Also es gibt verschiedene Praktiken, diese unterschiedlichen Narrative eben auszudrücken oder zu vermitteln. Dabei kommt es eben beim Political Self-Branding beispielsweise zu einer Vermittlung politischer Inhalte eben durch vermeintlich persönliche Einblicke. Wir haben die Ideological Testimonials, also die Bezeugnisse, dass man früher selber Feministin sei, aber auch sozusagen die Vermittlung antifeministischer Inhalte durch eine vermeintliche objektive Expertise. Weiterhin spielen eben, wie gesagt, Hashtags eine entscheidende Rolle im politischen Framing, im Konstruieren von Feindbildern, ebenso aber auch für die eigene Identitätskonstruktion und das Anrufen einer gewissen Community oder einer gewissen Zielgruppe. Und durch sozusagen Hashtag-Hijacking, also das Kapern von gewissen Hashtag, wird auch versucht, in andere diskursive Arenen vorzudringen. Genau. Weiterhin haben wir gesehen, dass Antifeminismus durch die Plattform eben auch eingebunden werden kann in ein Geschäftsmodell. Und häufig entsteht diese Verbreitung von antifeministischem Wissen eben aus diesem Zusammenspiel von dem Verdecken oder dem Verschleiern einer politischen Agenda und dem gleichzeitigen Zeigen expliziter politischer Inhalte. Genau, aber auf dieser Note möchte ich nicht enden, sondern möchte auch darauf hinweisen, dass auf den Plattformen natürlich auch viel feministischer Content sich findet. Ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, ich würde die Plattform verteufeln sozusagen. Plattformen sind
ja, weder gut noch schlecht, sie sind auch nicht neutral, aber auf diesen Plattformen findet eben auch feministische Aufklärungsarbeit statt. Und ich glaube, um diesen antifeministischen Narrativen etwas entgegenzusetzen, braucht es eben mehr Sensibilisierung und Aufklärung zum Thema Antifeminismus, aber eben auch mehr feministische Bildungsarbeit und politische Arbeit. Aber was es ganz dringend braucht, das ist eine intersektionale feministische Solidarität, sowohl online als auch offline, denn gezielt werden eben durch Antifeministinnen feministische Individuen, Gruppierungen, Institutionen angegriffen und versucht, diese zum Stillschweigen zu bringen. Und dem muss sowohl online als auch offline eben etwas entgegengesetzt werden. Und ja, damit bleibt mir nicht viel mehr zu sagen als vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir noch ins Gespräch kommen können. Ich habe hier noch ein paar Literaturhinweise gesammelt, weil die Folien ja im Anschluss rumgeschickt werden und vielleicht ist das für die eine oder andere Person ja noch interessant. Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Mareike, für den ausführlichen und sehr gut ausstrukturierten Vortrag und den tollen Beispielen, die du auch genannt hast. Ich hätte die mir gerne natürlich auch in Ruhe angeguckt, aber das ist ja dann, kann man ja dann danach machen. Genau, es gibt auch schon einige Fragen in unserem Fragen-Antworten-Tool. Auch nochmal die Aufforderung an die Personen, die das möchten. Ihr könnt euch, wie gesagt, auch melden, indem ihr die Handhebefunktion bei den Reaktionen nutzt und genau, gerne mit Bild und Ton könnt ihr dann auch auf die Bühne kommen. Ansonsten würde ich vielleicht erstmal anfangen mit einer Verständnisfrage, die relativ früh kam. Was sind Affordanzen, hat Angelika, glaube ich, gefragt. Genau. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, Mareike. Das ist so ein bisschen sperriger Begriff, wo sozusagen auch in der Forschung, finde ich, häufig sehr unterschiedliche Definitionen verwendet werden. Aber es sozusagen kommt so aus dieser praxeologischen Forschung und meint eben, okay, Plattformen bieten bestimmte Funktionen durch ihre Elemente eben an. Gleichzeitig sind Affordanzen nicht direkt die Funktion, sondern sozusagen sind das, was NutzerInnen daraus auch machen. Ich weiß nicht, ob es so ein bisschen verständlich war, aber zum Beispiel Instagram bietet mir die Funktion an, Stories zu posten. Das kann ich dann tun als Nutzerin und daraus kann ich dann sozusagen meine Praktik, wie ich diese Stories verwende, eben bilden. Vielleicht war das so ein bisschen verständlicher. So ein bisschen wie so ein Angebot, oder? Also eine, was Mensch dann annehmen kann oder nicht, aber es wird einem so genau angereicht, sag ich mal. Wir haben auch eine Meldung direkt, die würde ich vielleicht mal als erstes ranholen. Ulrike Taukart. Ich würde mich gerne einmal auf die Bühne holen. Ulrike, du kannst deine Kamera anmachen, musst aber nicht, wie dir das lieb ist. Du hattest ja auch Fragen im Fragen-Antwort-Tool gestellt. Stell die auch gerne jetzt nochmal, dann würde ich sie dort schließen. Könnt ihr mich hören? Ja. Gut, ich habe auch die Kamera eingeschaltet. Ich weiß aber nicht, ob ich zu sehen bin. Du bist zu sehen. Okay, gut. Also zum Ersten, die Frage habe ich relativ bald aufgeschrieben. Mareike, du hast berichtet, dass du deine, also ich hoffe, mein Hund stört nicht, dem ist langweilig gerade, weil ich am Computer sitze und dann motzt er manchmal. Du hast ziemlich am Anfang gesagt, dass du deine Forschungsarbeiten wahrscheinlich noch ergänzen willst durch Interviews. Und da war mir nicht ganz klar, willst du Userinnen interviewen, wie das auf sie wirkt, oder willst du diese Influencerinnen interviewen? Oder beide vielleicht? Genau. Ich antworte direkt einfach mal. Okay, gut.
Genau, ich hoffe, dass ich UserInnen, also FollowerInnen der Influencerin interviewen kann oder sozusagen so ein bisschen ja, ein experimentelles Design machen kann, indem ich gezielt eben Content zeige und Menschen darauf reagieren. Aber ich möchte auf gar keinen Fall mit den Influencern sprechen, weil ich denen nicht noch mehr Plattformen geben möchte. Also schon eine bewusste Entscheidung, mit denen auch nicht zu sprechen. Ja. Aber natürlich interessiert mich, wie diese Narrative eben auch ankommen bei ZuschauerInnen. Das da reinzuschauen ist auch wichtig, glaube ich. Spannend, ja. Ja, dann habe ich noch geschrieben als Kommentar. Also ich war jetzt ganz gespannt auf deinen Vortrag. Ich selbst recherchiere seit 1,5 Jahren. Also ich bin Psychologin. Bin eigentlich im klinischen Bereich tätig, aber recherchiere auf der sozialpsychologischen Ebene seit 1,5 Jahren zu Frauen in Rechten, in der neuen Rechten, also im Rechtsextremismus. Bin eigentlich über meine feministische Arbeit dahin gekommen, dass ich mir immer wieder die Frage gestellt habe, was bringt Frauen in solche Gruppierungen, die ja wirklich per se eine frauenfeindliche Ideologie auch haben. Und bin dabei auf ganz frühe antifeministische Forschungen von Rommelsbacher und Holzkamp gestoßen aus den 90er Jahren, die das so ein Modell entwickelt haben der doppelten Unsichtbarkeit von Frauen im Rechtsextremismus. Und zwar, was mir nämlich auch aufgefallen ist, das war auch noch mit eine Motivation für mich, dass wenn ich mir Vorträge angehört habe zu dem Thema Rechtsextremismus, dass die Frauen maximal am Rande vorkamen. Da kam vielleicht mal die Ellen Kubitschek vor, die Frau von dem Götz Kubitschek, oder es kam, wurde mal so erwähnt, dass es auch rechte Frauenorganisationen gibt. Aber irgendwie kamen die nur so am Rande vor. Und gleichzeitig hatte ich den Eindruck, gerade bei diesen Anti-Impf-Verschwörungstheoretiker-Demonstrationen in der Pandemiephase, dass sich da ja auch durchaus rechte oder rechtsextremistische Menschen drunter gemischt haben und da auch Propaganda ein bisschen gemacht haben oder es angeheizt haben und dass das oft auch Frauen waren. Und da fand ich das Modell mit der doppelten Unsichtbarkeit hat für mich so gepasst. Also, und es passt für mich auch was auf diese Influencerinnen letztendlich, weil die machen das ja ganz geschickt, so wie du das jetzt vorgetragen hast. Dass die da, ne, so die Leute persönlich ansprechen, so einen Bezug herstellen und irgendwie über so eine, naja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, harmlose Schiene dann ihre Ideologie auch verbreiten. Und ich glaube, das ist auch mit dadurch möglich, dass wir die doppelte Unsichtbarkeit haben. Einmal sind diese Frauen, stehen die nicht so vorne dran. Ja, also auch wenn wir jetzt Parteien wie die AfD anschauen, gut, da haben wir eine Alice Weidel, aber die, das ist ja nochmal eine Sondergeschichte, meiner Meinung nach. Die habe ich mir auch schon mal ein bisschen genauer angeschaut. Aber sonst siehst du ja, sieht man ja Frauen in diesen rechten Gruppierungen wenig vorne dran stehen. Und gleichzeitig glaube ich, wir haben die auch nicht wirklich auf dem Schirm. Also, und dadurch können die, glaube ich, viel mehr solche unterschwelligen Einflussnahmen auch machen. Und also ich fand das jetzt gerade total spannend. Ich habe mir unheimlich viel von deinem Vortrag aufgeschrieben, weil das wirklich zu dem passte, was ich da jetzt schon gefunden habe an Ergebnissen. Ja, danke. Ja, vielen Dank, Ulrike, auch nochmal für die doppelte Unsichtbarkeit. Das ist definitiv etwas, was man meiner Meinung nach damit gut zusammenbringen kann. Lasst mich mal hier ins Fragen- und Antwort-Tool reinschauen. Clara Hoffmann hat gefragt, inwiefern siehst du den Zusammenhang eines Ermüdungseffekts von Frauen in Zeiten sich verschärfender Krisen und der Befürwortung bzw. Idealisierung eines regressiven Frauenbildes? Sehr spannende Frage auch. Ja, auch, also sowieso immer aktuell, aber ich glaube, in so Zeiten von Corona und so weiter nochmal greifbarer für viele Menschen geworden. Genau, da fällt mir ein, also ein Narrativ, was ich jetzt hier nicht benannt habe, weil wie gesagt, es war jetzt nur so ein kurzer Einblick und wo man schon auch sieht,
dass sich diese antifeministischen Akteurinnen genau das eben auch zunutze machen. Also ist häufig die Erzählung, also nicht, gibt es jetzt nur wieder, was dort gesagt wird, aber es ist eben häufig die Erzählung, ja, seitdem ich als Tradwife lebe, seitdem ich nicht mehr Feministin bin, seitdem ich nur noch Ehe und Mutterschaft sozusagen in mein Leben lasse, ist diese Überforderung weg. Ich muss gar nicht mehr alles machen. Ich muss gar nicht mehr der Lohnarbeit nachgehen und gleichzeitig noch zu Hause Care-Arbeit erledigen. Ich kann mich auf eins fokussieren und das ist doch die Lösung und das ist doch viel besser. Und der Feminismus will uns nur in diese Doppelüberlastung bringen. Das ist die Erzählung, ne? Und da sieht man ganz klar, wie sich eben das zu eigen gemacht wird und zugleich ja auch strukturelle Benachteiligung, strukturelle Problemlagen eben gar nicht als solches erfasst werden, sondern eben auf das Individuum zurückgelegt werden. So, ja, es liegt an dir, du kannst die Entscheidung treffen, sozusagen, und der Feminismus will dich aber eigentlich aus deiner natürlichen Rolle rausdrängen und deswegen wärst du überfordert. Also da sieht man, wie sozusagen da schon dieses Problem erkannt wird, aber die Problemanalyse natürlich auf einem total individualisierten Level verbleibt und die strukturelle Lage überhaupt nicht mit einbindet und eben genutzt wird, um so eine antifeministische Ideologie zu verbreiten. Also von daher danke für die Frage, weil ich finde, das ist total wichtig, darauf hinzuweisen, wie auch solche durchaus gesellschaftlichen Probleme dann aufgegriffen werden, aber eben zu einer komplett anderen Problemanalyse führen. Danke, Mareike, und danke, Clara, auch für diese sehr, sehr tolle Frage. Und du hast es echt ganz gut beschrieben, Mareike, dass das ja solche Krisenmomente irgendwie ja dann auch ausgenutzt und irgendwie instrumentalisiert werden. Ulrike Taugert hat sich wieder gemeldet. Ulrike, die Frage an dich: Willst du dazu direkt nochmal was sagen oder ist es eine neue Frage? Ich wollte dazu direkt noch was anmerken. Ja, jetzt? Ja, ich habe es mir ein bisschen gedacht, auch wenn ich es nicht wusste, und ich dachte, dann hole ich dich jetzt mal dazu. Okay. Es gibt von der Hans-Böckler-Stiftung, die haben so eine Längsschnittstudie über diese ganze Pandemiekrise gemacht. Ich glaube, da wird auch so einiges deutlich dazu, ne? Weil da nochmal dieser ganze, auch so dieser Backlash deutlich wird für uns Frauen. Und das, was du gerade beschrieben hast, das wird da auch nochmal durch die Ergebnisse bestätigt. Das war's. Danke. Vielen Dank, Ulrike. Vielleicht findet ja irgendeine Person von den Teilnehmenden den Link sonst gerne auch in den Chat tun. Angelika Saupe, ich glaube, ich habe deine Meldung vorhin gesehen. Jeremy, vielleicht kannst du Angelika Saupe auch einmal auf die Bühne holen. Und danach würde ich gerne mit den anderen Fragen im Fragen- und Antwort-Tool weitermachen. Da ist Angelika. Bin ich jetzt zu hören? Ja. Ja, okay. Auch zu sehen. Jetzt, Ah, okay. ja. Ja, gut. Ich habe auch eine Frage an die Mareike. Also ich fand das sehr spannend, den Vortrag. Ich bin Gleichstellungsbeauftragte und mit Kolleginnen aus dem Landkreis beschäftigen wir uns gerade so damit, ob wir auch über Instagram uns etwas versuchen, mehr mit jüngerem Publikum zu vernetzen. Wenn ich diese antifeministischen Beiträge sehe und höre hier, mich gruselt das einfach total. Ich mache seit 30 Jahren Frauenpolitik und ich habe mich auch schon viel mit Antifeminismus beschäftigt, auch besonders in der rechten Szene. Das hatten wir immer im Blick und auch Gegenstrategien. Aber ich habe immer so dieses Gefühl, dass man da überhaupt nicht mehr gegen ankommt, gegen diese regressiven
Beiträge. Und dass das auch sozusagen an den Plattformen Modi selber liegt, an den Algorithmen und allen möglichen und auch an der Frage, wie diese Geschäftsmodelle aufgebaut sind. Und da fände ich zum einen interessant, ob man die unterlaufen kann und ob man darüber auch aufklären kann. Also ich habe so das Gefühl, mit normaler feministischer Bildungsarbeit ist das da nicht so ganz getan. Wir können aber zum Beispiel als Profession auch nicht das leisten, da ständig uns zu melden und irgendwie gegen zu argumentieren, weil wir dafür gar nicht die Kapazitäten haben. Und was mich interessieren würde, ob es irgendwie Gruppierungen gibt oder ob man sagen kann, diese Beiträge werden schon genügend auch gegenkommentiert von bestimmten jungen feministischen Teilnehmerinnen als Userinnen, die sich wehren. Das würde mich nochmal interessieren, weil dazu hattest du noch nichts gesagt. Also die da auch vielleicht affiner sind als unser einer, als ja, ältere Frauenpolitiker oder Frauenaktivistin, sag ich mal. Ja, vielen Dank für die Frage. Genau, es waren ja so ein paar Punkte dabei, deswegen hoffe ich, ich kriege das jetzt gut beantwortet. Wenn ich es vergesse, dann bitte gerne nochmal darauf hinweisen. Genau, aber es gibt auf jeden Fall auch, und das meinte ich ja auch am Ende, sehr viel feministischen und aufklärenden Content auf diesen Plattformen, gerade auf TikTok. Durch die Funktion sozusagen bietet das natürlich auch die Möglichkeit für feministische Akteurinnen auf diesen Content zu reagieren und den eben einzuordnen. Das findet auch häufig statt, zum Glück sozusagen. Es ist eben eine sehr diskursive Plattform. Genau, und was ich dazu vielleicht noch sagen möchte, ist, und das hatte ich ja gesagt, also ne, ich möchte nicht den Eindruck erzeugen sozusagen, dass Instagram per se eine schlechte Plattform ist oder TikTok per se eine schlechte Plattform. Da findet auch viel emanzipatorischer, feministischer Content statt sozusagen, der auch wichtig ist. Gleichzeitig ist aber auch, glaube ich, wichtig zu benennen, dass solche Plattformen, egal von welcher Social-Media-Plattform wir jetzt reden, natürlich nicht neutral sind, ne? Also das haben wir jetzt zuletzt zum Beispiel auch bei Twitter gesehen. Da hat sich einiges geändert, seitdem Elon Musk sozusagen den Laden übernommen hat. Das heißt, es gibt auch gewisse Entscheidungen, die ja durchaus getroffen werden könnten, Content anzuzeigen oder auch nicht anzuzeigen. Und da sozusagen, anstatt die Plattform zu verteufeln, glaube ich, ich würde eher dafür plädieren, dann dort zu mobilisieren, dass eben diese Entscheidungsträger auch ja, verpflichtet werden, eben vielleicht zu einem demokratischen Weltbild etc., die halt mehr regulieren müssen auf ihrer Content, auf ihrer Plattform, was solchen Content angeht. Und was wir aber zum Teil jetzt sehen, gerade bei TikTok, ist eben, und dafür war TikTok ja auch schon häufig in Kritik, dass beispielsweise Wörter wie LGBTQI, Gay oder Sex quasi auf so einer Sperrliste sind. Das heißt, Content, die diese Wörter verwenden, nicht mehr angezeigt werden oder NutzerInnen gesperrt werden. Das hat natürlich dann auch zur Folge, dass auch so feministischer Content, die sich eben mit diesen Thematiken befassen, nicht mehr angezeigt sind. Also das kann irgendwie nicht der Weg sein, dem entgegenzuwirken, ne? Und gleichzeitig, genau, ich glaube, dass das halt immer wichtig ist, dann Plattformen nicht per se zu verteufeln, sondern eben auch vielleicht den Möglichkeiten zu nutzen, die das eben die eben hergeben für auch politische Bildung. Ich glaube, da gibt es noch Ausbaupotenzial irgendwie, was das angeht. Und gleichzeitig sind diese Plattformen natürlich nicht neutral und unterliegen auch Machtstrukturen, die es zu kritisieren gilt. Also ich glaube, Content-Moderation oder Inhalt moderieren ist wichtig, aber dann müssen wir schon darauf achten, wie das passiert. Genau, ich weiß nicht, ob das so deine Frage aufgegriffen hat. Genau. Und was mir noch wichtig ist zu sagen, also wir haben ja in dem Vortrag auch gesehen, ne, das sind ja zum Teil sehr alte Narrative, die fest verankert sind in Antifeminismus. Das sind keine neuen Erzählungen, das sind eben Erzählungen, mit denen sich Feministinnen schon seit Jahrhunderten quasi rumschlagen. Daher sozusagen ist, glaube ich, auch da wichtig, diesen Brückenschlag zu machen von, also weil du auch meintest, ne, vielleicht ist es besser bei einer jüngeren Generation, die sich mehr mit den Plattformen auskennt. Ich glaube, es braucht beides. Es braucht diese feministische Bildungsarbeit irgendwie online, es braucht sie aber auch offline. Und ich würde mir wünschen, dass es da mehr Verbindung zueinander gibt. Genau.
Darf ich doch ganz kurz noch mal eine Rückfrage stellen? Also, was mir aufgefallen ist bei den Beispielen. Also, ich kann zum Beispiel überhaupt nicht so schnell sehen, von wem da was gepostet wird und aus welchen Kontexten die stammen. Das macht mich total irre. Also, im Sinne von Quellen, Hintergrund und so weiter. Also finde ich ganz schwierig. Und wie gehen junge Leute damit um? Also, die müssen das ja irgendwie lernen, da zu unterscheiden. Ja, das ist auf jeden Fall eine Problemlage, weil gar nicht ersichtlich wird, wer ist diese Person eigentlich, vor allen Dingen auf TikTok, wo mir einfach relativ wahllos Content angespült wird, von denen ich gar nicht weiß, wer steckt denn dahinter. Zum Beispiel das Beispiel, was ich gezeigt habe mit der Person, die dort am Kochen war, und dann eben auch sozusagen diesen antifeministischen Hashtag benutzt hat. Auf deren Profil, wenn man sich das Profil anschaut, ist Turning Point USA verlinkt, also eine rechte US-amerikanische Organisation. Und das wird ja aber erst deutlich, wenn ich auf das Profil gehe und mir das genauer angucke, was ich in der Regel als TikTok-Userin nicht mache. Dann gucke ich mir das an und wische weiter und dann kommt der nächste Content so irgendwie. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Problem, was hier auch strategisch genutzt werden kann von rechten Akteuren. Oder wir sehen eben auch, wie jetzt bei dem News-Netzwerk von Julian Reichelt, was ich angesprochen habe, was durchaus hohe Views auf TikTok generiert, das ist aufgemacht wie ein Funkformat, also von öffentlich-rechtlichen Sendern. Und es ist kaum zu unterscheiden, wer jetzt dahinter steckt für ungeübte NutzerInnen, würde ich sagen, oder für NutzerInnen, die noch nicht vertraut sind, mit welcher Quelle ist das eigentlich. Das halte ich für sehr gefährlich. Ja. Ja, Vielen das sollte Dank. verboten werden, sowas, dass man das nicht sieht. Danke, Angelika, für die Frage. Das ging auch so ein bisschen, also im Fragen und Antwort kamen auch ähnliche Fragen, auch explizit zu dem Thema Gegenstrategien. Ich würde das jetzt einfach mal zusammentun mit dem, was Angelika auch schon gefragt hat. Hier auch nochmal explizit, ne, die Gefahr für junge Mädchen. Also ich würde da auf jeden Fall auch nochmal das Stichwort Medienkompetenz mit reinbringen. Und jetzt nicht im Sinne von ich die Technik verstehen, sondern das, worüber wir jetzt geredet haben, ganz genau verstehen, wie Sachen kontextualisiert werden oder eben entkontextualisiert werden, welche Quellen, welche Fakten und so weiter genutzt werden und wie vor allem bestimmte, ich glaube, das wäre dann nochmal der nächste Schritt, Codes, Narrative und so weiter entschlüsselt werden können. Also ich glaube, da haben viele auch noch Nachholbedarf und vor allem bei den jüngeren Zielgruppen. Und das andere, was mir auch noch einfiel zu Gegenstrategien, ich weiß nicht, Mareike, ob du damit schon mal Erfahrungen gemacht hast, aber ich habe mich öfter gefragt, ob quasi ne, dieses Hijacking, also in dem Sinne von wir posten feministischen Content und nutzen dann die eher antifeministischen Hashtags dazu. Dass wenn quasi eine Person explizit etwas zu, keine Ahnung, Tradwife sich angucken will, dass da nicht nur der antifeministische Content auftaucht, sondern eben auch feministischer Bildungskontent. Ich weiß noch nicht, inwieweit das wirklich gut funktioniert in der Realität, aber das ist sowas, wo ich dachte, das wäre eine Möglichkeit, das zu tun. Genau, es gibt ja auch noch weitere Fragen. Ich würde hier einfach mal weitermachen. Und zwar auch die Frage nach dem Kontext, also eine regionale Einordnung beziehungsweise auch eine nationale. Wie groß ist das Phänomen in Deutschland beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, auch im Vergleich zu den USA? Also vielleicht vorweg, also ich meine, das wissen bestimmt auch einige hier, dass in dieser neuen Mitte-Studie etc. ja auch irgendwie Antifeminismus befragt wird und sich da durchaus abzeichnet, dass das in Deutschland ein großes Problem ist. Und das findet sich eben auch auf den Plattformen wieder. Also es ist nicht so, dass das ein reines Phänomen wäre, was nur in den USA zu verorten ist. Wenn wir uns diese Tradwife-Community anschauen, dann ja, dann gibt es da deutlich größere Community in den USA oder UK und eine relativ überschaubare Community hier in Deutschland. Nichtsdestotrotz sozusagen würde ich auch davon abraten, Reichweite immer nur mit hohen FollowerInnen in Verbindung zu bringen, sondern eben, da geht es auch um dieses Community-Building, was durchaus auch bei kleineren Influencerinnen gut funktioniert. Genau, also es ist einfach ein internationales, globales Phänomen und Problem, was
dort ist. Und auf den Plattformen sozusagen haben die verschiedenen Akteurinnen eben sehr leicht die Möglichkeit, sich international zu vernetzen, ne? Also da gibt es dann schon Anschlusspunkte, beispielsweise von deutschen Tradwives zu US-amerikanischen. Die kennen sich vielleicht nicht persönlich, die teilen aber den gleichen Inhalt und das gleiche Narrativ oder folgen dieselbe Ästhetik und schauen sich da viel ab. Das sehen wir schon. Also es ist nicht, ich würde sagen, es ist kein US-amerikanisch zentriertes Phänomen und gerade auch bei diesen politischen Kommentatorinnen, auch da, ne, kennen wir das aus den USA mit dem Breitbart-Netzwerk etc. Das findet sich auch immer mehr hier in Deutschland wieder. Da ist jetzt das News-Netzwerk von Julian Reichelt nur ein Beispiel dafür. Auch die Junge Freiheit ist auf TikTok aktiv und folgt eine ähnliche Strategie. Spannend ist dabei auch, dass da immer wieder Akteurinnen auftauchen, die eben als einzelne TikTok-Creatorinnen einen Account haben, dann beim News-Netzwerk auftauchen und dann bei der Jungen Freiheit im Bild als Journalistin auftauchen. Genau, also hier finden sich auch unterschiedliche Strategien wieder, die wir ja sowohl auf nationalen als auch internationalem Level beobachten können. Danke, Mareike, auch nochmal fürs Hervorheben der sehr guten Vernetzung von AntifeministInnen, global, wie du auch gesagt hast. Hier gibt es eine Frage, die auch schon zweimal geupvotet wurde. Meiner Meinung nach eine schwierige Frage. Ab wann labelst du einen Post als antifeministisch? Also es ist jetzt so ohne Kontext vielleicht ein bisschen schwierig oft. Und vor allem auch die Frage, welche Aspekte müssen neben gewissen Hashtags vorhanden sein, um das zu erkennen? Ja, das ist total die schwierige Frage und eine zentrale Frage in meiner Forschungsarbeit. Das ist immer was, wo ich sozusagen abwägen muss und wo es häufig eine Gratwanderung ist. Und was ich in meiner Forschung mache, eben, also momentan monitore ich quasi so 150 Accounts auf TikTok und 150 Accounts auf Instagram, sowohl deutsch als auch englischsprachig. Und sozusagen, um einen Account als antifeministisch oder als Teil oder als antifeministische Influencerin zu markieren, schaue ich mir die Stories an, ich schaue mir die quasi Post einzelne an, aber auch den Feed als Ganzes, weil natürlich kann es sein, dass eine Influencerin mal ein Sportvideo von sich postet und im nächsten Augenblick aber erzählt, wie toll es ist, keine Feministin mehr zu sein. Also so. Das ist ja auch irgendwie Teil der Strategie, ne? Und es ist vielleicht, oder vielleicht ist es auch manchmal gar keine Strategie. Vielleicht hat die Person ja auch einfach mal Lust, einfach nur ein Rezept zu teilen und keine politische Haltung damit zu machen. Also das kann ich ja auch nur vermuten, dass es eine Strategie ist. Genau, deswegen ist es sehr, sehr schwer, da die Trennlinie zu ziehen, ab wann dann sozusagen ein Account als antifeministische Influencerin gilt. Und genau, ich habe halt versuche eben mir den Account als Ganzes anzuschauen, möglichst viel mit den Accounts also die zu monitoren. Ich beobachte die eine Weile, wenn da Antifeminismus immer wieder als Element auftaucht, zum Beispiel durch Hashtags, aber auch durch die Erzählung, durch das Teilen anderer antifeministischer Akteurinnen, durch das positive Beziehen auf prominente Figuren wie Andrew Tate etc., wenn sich da immer mehr abzeichnet, okay, da liegt irgendwie eine antifeministische Weltsicht dahinter, die sich auch quasi in diesen Postings ausdrückt, dann wird dieser Account quasi Teil von meinem Datensample. Und ich hatte aber auch schon Accounts, wo ich auf den ersten Blick dachte, ah ja, klar, irgendwie antifeministische Influencerin, und wo sich dann herausgestellt hat, okay, die hat jetzt irgendwie ein Video dazu gemacht und sonst wirklich gar nichts dazu unter den 300 Videos, die sie gemacht hat. Dann habe ich sie rausgenommen, klar. Genau, ich hoffe, es hat so ein bisschen erklärt. Danke, Mareike, auch nochmal, dass du transparent machst, dass du auch manchmal Accounts hast, wo du denkst, nee, vielleicht doch nicht. Das ist ja auch immer wieder wichtig, dass wir uns da, glaube ich, selbst auch reflektieren, welchen Kanal man denn dann als antifeministisch einordnet, weil obviously ist es ja auch echt nicht so einfach mal. Ja. Also es ist auch ethisch natürlich eine Herausforderung, ne? Also es ist ja schon auch. Deswegen finde ich das, genau, ich glaube, ich finde es wichtig, darüber transparent zu sein, dass dann natürlich auch irgendwie einfach eine gewisse Zeitspanne braucht, um einen Account zu beobachten und nicht gleich, weil es ein Posting gab, die Person dann als antifeministisch eingestuft wird. Ja, danke nochmal für die Differenzierung. Genau. Dann ist hier noch eine weitere sehr komplexe Frage.
Ich stelle sie einfach mal und du schaust, ob du da schon irgendwas zu beobachten konntest. Spezifischer zu dem Thread-Drive-Beispiel. Wird durch Formulierungen wie Boss Babe auch an innerfeministische Diskurse angeschlossen, die Kritik an Girlboss-Feminismus üben, um antifeministische Narrative in diese Debatten einzustreuen und zu versuchen, diese zu kapern? Oder ist das nicht die primäre Ausrichtung? Das ist tatsächlich eine sehr komplexe Frage, ich musste kurz drüber nachdenken, aber also genau, ich glaube, mir ist nicht ganz klar, was gemeint ist mit primärer Ausrichtung in dem Zusammenhang, aber natürlich können wir auch sehen, dass dieses Kapern oder Hijacking ja nicht nur bei Hashtags stattfindet, sondern eben auch bei bestimmten Begrifflichkeiten, auch bei bestimmten Erzählungen, ne? Wir hatten das vorhin auch am Anfang, ich glaube, das war die erste Frage, wo irgendwie diese das Problem von einer Doppelbelastung thematisiert wird in den Erzählungen, das findet sich vor und es ist ja eigentlich ein feministisches Anliegen sozusagen, was dann gekapert wird von antifeministischen Akteurinnen. Genau, und dann eben anders ausgelegt wird, beziehungsweise eine andere Lösungsstrategie verfolgt wird und eine andere Problemanalyse zufolge liegt. Und ich glaube, so könnte man das auch verstehen, dass dann natürlich Begrifflichkeiten aufgegriffen werden, die sich auch in anderen Diskursen wiederfinden. Und gerade dieses Girlboss Element war ja auch durchaus irgendwie auf Plattformen wie TikTok und Instagram irgendwie ein viraler Trend. Und natürlich funktionieren auch antifeministische Influencerinnen so, dass sie an Trends anschließen und beispielsweise Diskurse, Thematiken aufgreifen, die auf der Plattform eben gerade viral sind, wie andere InfluencerInnen eben auch. Okay, aber dann verstehe ich dich auch so, dass du dir da jetzt kein explizit, das jetzt nicht explizit als Praktik irgendwie siehst, sondern das einfach allgemein dieses ständige Instrumentalisieren und auch Kapern von Trends, Genau. dass du das da siehst, ja. Das ist eine Praktik, die sich halt aber bei allen Influencerinnen so vorfindet, Ja. auch von Logik heraus, genau. Vielleicht so ein bisschen anschließend zu dem, was du jetzt gerade auch nochmal gesagt hast, wegen dem Thema Doppelbelastung und gerade so die Tradwives. Ist vielleicht auch so ein bisschen jetzt mehr auf Meta-Ebene und gar nicht mal so speziell, was Instagram und TikTok angeht, aber würde die Wertschätzung von weiblicher Care-Arbeit Antifeminismus entgegenwirken? Also ich denke jetzt mal auch eher auf so Tradwives bezogen. Ist natürlich die Frage, wie sieht das dann auf TikTok und Instagram aus, wenn diese Care-Arbeit weiblich wird, also wenn das wertgeschätzt wird, aber ja, glaubst du, das könnte funktionieren? Ich weiß gar nicht, ob ich mich in der Lage sehe, diese Frage zu beantworten, aber also Musst du so auch nicht. mein Gefühl wäre ja eben, dass genau das ja ein feministisches Anliegen ist, ne? Weibliche Care-Arbeit aufzuwerten und wertzuschätzen und im Antifeminismus das aber so gedreht wird, als wäre das das Gegenteil. Also ich finde, da wird halt dieses Narrativ erzeugt von der Feminismus will nicht, dass du Mutter und Hausfrau bist, was überhaupt gar kein feministisches Anliegen ist, sondern wo es eher darum geht, die Position von Frauen, egal wie sie positioniert sind, zu stärken innerhalb der Gesellschaft. Und das sozusagen wird vom Antifeminismus ja negiert und tatsächlich stattdessen eben dieses Bedrohungsszenario aufgemacht. Und ich glaube, man muss so ein bisschen aufpassen, da nicht in diese Falle zu tappen und zu sagen, ja, stimmt, das ist ja ein Problem, dass im Feminismus das nicht gemacht wird, weil ich finde, wenn man sich feministische Kämpfe der Vergangenheit anschaut, dann ist das ja ein zentrales Thema. Und es ist weiterhin ein zentrales Thema, wo es noch viel Bewegung irgendwie braucht. Und genau, ich glaube, ja, das ist total wichtig, um dem entgegenzuwirken. Gleichzeitig, genau, ist Antifeminismus immer auch eine Reaktion auf feministische Bestrebungen. Genau. Hier nochmal die Frage ein bisschen spezifischer auf Algorithmen und die Gefahr für junge Mädchen auf TikTok. Also so ein bisschen kam das ja jetzt schon raus, immer wieder, dass das eine Gefahr ist, aber jetzt speziell nochmal auf junge Mädchen. Was denkst du da? Zu und wie kann man ihnen raushelfen? Ich meine, Gegenstrategien hatten wir vorhin schon, aber ja, ein bisschen spezifischer vielleicht nochmal auf diese Zielgruppe. Ja, also ich meine, das ist natürlich
zentral, wenn wir uns irgendwie TikTok und auch Instagram, obwohl TikTok eben nochmal eine besonders junge Zielgruppe anspricht, würde ich sagen. Das zeigen ja auch so die Statistiken. Die Frage, inwiefern eben das vor allen Dingen eine Gefahr für junge Frauen darstellt, weil natürlich dort Weiblichkeitsidentitäten angeboten werden, die eben gut in dieses antifeministische Weltbild passen. Und natürlich auch soziale Medien ein Ort sind, bei dem Menschen, ich glaube fast unabhängig vom Alter, aber eben auch vor allen Dingen junge Menschen auf der Suche sind nach Identität und nach Zugehörigkeit und nach einer Community. Und dann ist es natürlich schon gefährlich, wenn dann eben so eine Art von Weiblichkeit angeboten wird, die ganz klar verschränkt ist, eben mit einer ideologischen antifeministischen Haltung. Und da finde ich dann eben, da kommen wir vielleicht zurück zu einer vorherigen Frage, total wichtig, dass es auch feministischen Content auf diesen Plattformen gibt, der eben genau das thematisiert. Und also genau zu der Frage der Algorithmen, das habe ich jetzt gar nicht mit aufgenommen in der Beantwortung. Aber genau, das meinte ich ja auch schon mal vorhin irgendwie so, ja, also ne, so klar, Plattformen spielen da eine gewisse Rolle. Ich glaube aber, dass wir uns keinen Gefallen damit tun, wenn wir Algorithmen per se oder Plattformen per se irgendwie verteufeln. Ich meine, bei TikTok sieht man das auch ganz praktisch. Ich folge jetzt seit über einem Jahr nur antifeministischen Accounts, bekomme trotzdem feministischen Content auf meine Plattform, auf meine For You-Page gestreut. Also, ne, auch da hat es ja auch durchaus den Effekt, dass es so einen Diskurs vielleicht aufbrechen kann und diese Erzählung von so Filterbubbles dann vielleicht gar nicht mehr so zutreffend ist. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass durch dieses ja, Erscheinen von vermeintlich unpolitischem Content da vielleicht auch so Moderationsmechanismen gar nicht mehr so richtig funktionieren und die vielleicht mehr überarbeitet werden müssten, wie sie von TikTok eben gerade angeboten werden. Da werden, also genau, die halte ich momentan nicht für effektiv, um so eine Art von Content entgegenzuwirken. Okay, danke nochmal für die Einschätzung. Ich fand jetzt das mit dem Identitätsangebot auch nochmal sehr, sehr wichtig. Und hier kam so ein bisschen eine Frage auf, die vielleicht ähnlich ist, aber nochmal in eine andere Richtung geht. Und zwar, inwiefern antifeministische Influencerinnen mit den Materialien eben oder mit ihren Inhalten bestimmte Emotionen und Affekte mobilisieren. Also ich würde das jetzt nochmal als einen anderen Strang sehen mit der Identität, aber irgendwie ja auch was sehr miteinander gekoppelt ist und sicherlich auch einen gewissen Erfolg bietet. Aber genau, kannst du dazu was sagen? Beziehungsweise mich würde auch interessieren, inwieweit das in deiner Forschung dort Platz findet, weil ja, spannende Frage. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, weswegen ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr auch noch so Interviews mit Userinnen führen kann, um eben genau diesen Punkt nochmal aufzugreifen. Weil ich glaube, das ist total wichtig, wenn wir uns anschauen, wie wird irgendwie Bedeutung ja, erstellt oder produziert auf Social Media Plattformen. Welche Rolle spielen dabei dann eigentlich so Emotionen, die hervorgerufen werden, etc. Was ich jetzt machen kann, ne, ich kann irgendwie untersuchen, welche Narrative werden erzählt, welche Praktiken werden dort benutzt und ja, auf Grundlage von anderen Forschungen und Studien, welche vermutlichen Effekte hat das dann auf Userinnen? Aber sozusagen, um tatsächlich rauszufinden, wie Leute darauf reagieren, wie sie die Identitätsvorstellungen vielleicht auch annehmen, sozusagen, muss ich ins Gespräch mit NutzerInnen treten. Deswegen hoffe ich sehr, dass ich das im folgenden Jahr noch machen kann, weil ich glaube, dass das ähnlich wie du sagst, ein ganz wichtiger Aspekt eben ist. Dann drücken wir auf jeden Fall alle die Daumen, dass das gut klappt und du da auch viel rausbekommst. Na gut, vielleicht können wir einen Beitrag hier noch mit reinnehmen. Ich gucke nur, die sind etwas länger zum Thema Gegenstrategien. Ich lese einfach mal vor, weil es so lang ist. Das Netz macht aktuell vor allem noch zu Rechtsextremismus interessante Datenanalysen von Online-Communities. Eine zentrale Aussage war, wenn in Gegenrede gegangen wird, muss die Diskussion auch gewonnen werden, da sonst nur die Reichweite der CreatorInnen erhöht wird. Wenig Aktion und dann konzentriert. Kann das eine passable Strategie sein? Ich muss das jetzt selber auch noch mal kurz
ordnen. Ich glaube, da geht es eher um die Moderation in den Kommentaren, wenn ich das jetzt so verstehe. Aber vielleicht liege ich da auch falsch. Ja, ich glaube, da kann ich auch einfach gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Ich glaube, da wissen die Personen, die dieses Projekt machen, vermutlich mehr von als ich. Ja. Genau, weil das eben der Punkt ist, den ich in meiner Forschung gar nicht so. Also ich schaue mir eben antifeministische Akteurinnen an und nicht diesen Diskurs zwischen antifeministischen und feministischen Akteuren. Das wäre sicherlich auch total spannend und finde ich total wichtig. Und in einem späteren Leben, wenn ich keine Doktorarbeit mehr auf dem Tisch liegen habe, steht das vielleicht an. Okay, aber da vielleicht auch nochmal ein Hinweis, wie du sagst, nochmal genau da explizit da reinzuschauen und ist vielleicht ja auch eher ein Thema für Argumentationshilfen, und Analysen der Diskurse in dem Bereich. Genau, ich würde dann an der Stelle auch mal schließen. Es waren jetzt auch schon sehr viele Fragen, die du bekommen hast. Und genau, vielen, vielen Dank. Mareike, auch nochmal für den Vortrag und fürs Beantworten der Fragen und Teilen auch deiner Sachen, die du schon alle herausgefunden hast in deiner Arbeit. Genau, ich würde auch nochmal darauf hinweisen, dass die Veranstaltung heute evaluiert wird. Unser Verbundprojekt wird nämlich begleitet durch das unabhängige Forschungsinstitut Camino. Der Link erscheint gleich im Chat. Ansonsten bekommt ihr den auch nochmal hinterhergeschickt. Also da gerne auch euer Feedback hinterlassen. Wie gesagt, ich habe es auch schon erwähnt, das Ganze wurde aufgezeichnet und wir stellen das dann auch nochmal zur Verfügung, ebenso wie die Folien. Die kriegt ihr dann auch nochmal in gekürzter Variante von uns. Ansonsten meldet euch auch gerne bei unserem Newsletter und Netzwerkverteiler an, falls ihr da noch nicht seid, da kriegt ihr dann auch direkt als erstes natürlich die Informationen zu Veranstaltungen wie heute. Und genau, dann möchte ich mich auch noch bei allen anderen bedanken, bei Caroline und Laura fürs Dolmetschen, Henning für die Chatbetreuung, Jeremy für die Technik. Mareike hat schon ein Danke bekommen. Und natürlich auch danke ans Publikum für eure Beteiligung und eure tollen Fragen. Die werden vielleicht teilweise auch einfließen in die Überlegungen der Arbeit und vielleicht auch Interviews. Auf jeden Fall vielen Dank, genau, für die ganze Orga und für die interessanten Fragen. Das war ein richtig spannender Austausch, hat mich sehr darüber gefreut. Es freut mich auch. Genau. Ansonsten will ich die Teilnehmenden einfach schon mal verabschieden. Ich wünsche euch einen schönen Restabend und hoffentlich bis bald.